Es fällt einem schon schwer, keine Emotion zu zeigen, wenn man die Trauerprozession der Queen verfolgt. Und einige Twitter-User bemerkten, dass auf Kate Middletons Gesicht einige Emotionen ebenfalls zu erkennen waren. Und das haben sie gesehen. Die führenden Frauen der royalen Familie standen nach dem Tod ihrer Matriarchin Queen Elizabeth II. Im Rampenlicht. Prinzessin Anne, Elizabeths einzige Tochter, hat mit ihren öffentlichen Äußerungen der Zuneigung zu ihrer Mutter Geschichte geschrieben und Herzen gewonnen. Prinzessin Anne begleitete nicht nur den Sarg von Queen Elizabeth auf dem Weg vom Schloss Balmoral zum Westminster Abbey, sondern verneigte sich auch ein letztes Mal vor ihrer Mutter, als sie in Schottland waren. Auch Catherine, Prinzessin von Wales, Herzogin von Cornwall und Cambridge, wurden beim Trauern von Queen Elizabeth gesehen. Die beiden hatten eine längere, engere Beziehung zueinander, als vielen bewusst war. Kate Middleton lernte die Queen im Jahr 2008 kennen. 2019 ernannte die Queen Kate zur Dame Grand Cross of the Royal Victoria Order. British Heritage erklärt, dass es sich dabei um eine seltene Auszeichnung handelt, die an Personen verliehen wird, die sich besondere Verdienste für die Queen erworben haben. Der königliche Biograf Hugo Wickers erläuterte: This is the one order that actually the Queen herself decides who she gives it to. Am 14. September 2022 verfolgte die Prinzessin von Wales zusammen mit Prinz William und anderen Mitgliedern der royalen Familie die Trauerprozession von Queen Elizabeth in Westminster Abbey. Ganz in Schwarz gekleidet trug Catherine eine große goldene Brosche, wie laut Halo Magazine berichtete, ein Geschenk von Queen Elizabeth war. Catherines Gesichtsausdruck sorgte bei Twitter für einige Diskussionen. Ein Royal-Zuschauer schrieb: Catherine schluckt ihre Emotionen runter und der Anblick, wie der Schluck ihre Kehle hinunterläuft, bringt mich um. Ein anderer wies darauf hin, dass die Prinzessin anscheinend ziemlich viel geweint habe. Ein weiterer tweetete: Sie bemüht sich so sehr, nicht zu weinen. Ich kenne diesen Blick. Catherine und ihr Mann, der Prinz von Wales, waren sichtlich gerührt und taten ihr Bestes, um stoisch zu bleiben, während sie die verstorbene Königin ehrten. Es ist jedoch möglich, dass Catherine über ihre enge Beziehung zur Monarchin nachdachte. Im Jahr 2019 gab ein Insider, der den Royals nahesteht, Auskunft über Catherines Beziehung zu Queen Elizabeth und erzählte, dass die beiden oft Zeit miteinander verbrachten und über die Zukunft der Monarchie diskutierten. Die Quelle berichtete: Kate und die Queen hatten schon immer ein besonderes Verhältnis zueinander. Aber nachdem sie und Prinz William von Anmar Hall in Norfolk in den Kensington Palace gezogen sind, der nur wenige Gehminuten vom Buckingham Palace entfernt liegt, hat sich ihre Freundschaft noch mehr vertieft. Manchmal unterhalten sie sich zwanglos beim Nachmittagstee. Aber manchmal gibt es auch formellere Treffen, bei denen die Queen ein intensives Einzeltraining zur Übernahme der Krone gibt. Während King Charles III. Und seine Gemahlin Camilla jetzt das regierende Paar des Vereinigten Königreichs und der Commonwealth-Länder sind, repräsentieren William und Catherine, Prinz und Prinzessin von Wales, die Zukunft der Monarchie. Charles ist zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos bereits 73 Jahre alt und hat eine weitaus geringere Zustimmung als William und Catherine. Queen Elizabeth selbst betrachtete William und Catherine Berichten zufolge mit großem Vertrauen und tat, was sie konnte, um die Beziehung des Paares zu fördern. Der Royal-Biograf Andre Morton sagte dem OK Magazine: Die Sache mit Kate ist die, dass die Queen beeindruckt war, dass sie William und seiner selbst willen verehrt und liebt und nicht wegen seines Titels. Sie verbringt viel mehr Zeit damit, die Beziehung zwischen William und Catherine zu unterstützen und zu pflegen, als wie sie es bei Charles und Diana tat. Es ist ziemlich klar, dass sie diesen Fehler nicht noch einmal machen wollte. Angesichts des persönlichen Interesses, das die Queen Catherine entgegenbrachte und ihres Vermächtnisses als Herrscherin, ist es kein Wunder, dass die Prinzessin von Wales den Verlust der Familie sehr betrauert.